Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sondersendung hier heute mal. Und zwar ist ein neues Update für Gran Turismo 6 gekommen und das hat ziemlich viele Neuerungen mit sich gebracht. Und das möchte ich euch in dieser Folge einmal zeigen. Zum einen ist das neue Safety Car jetzt mit im Spiel enthalten und auch ein neuer VGT-Wagen, nämlich der von Subaru. Und eine neue Variante von Suzuka, und zwar die 2014er Variante. Ja, anmerken muss ich, dass ich leider gerade diese Woche ziemlich krank bin und eigentlich fast nur im Bett liege. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen verwirrt wirke oder irgendwie ein bisschen neben der Spur bin. Ich möchte euch dennoch dieses Update zeigen und werde einfach mal anfangen, hier euch den Vision GT-Wagen zu zeigen. Außerdem ist neu dazugekommen der Community-Bereich, der ja eigentlich schon seit Anfang an mit im Spiel sein sollte, wurde dann rausgenommen und jetzt ist er wieder dabei. Ich habe ihn auch noch gar nicht gesehen, das ist jetzt also auch für mich Premiere. Und ich klicke mal drauf und wir werden uns das gemeinsam jetzt anschauen. Und das soll cool, das ist ziemlich cool, da soll es auch Clubs geben, dass man Clubs gründen kann. So, willkommen im Community-Bereich. Hier können Spieler von überall auf der Welt zusammenkommen. Zunächst müssen Sie Ihr öffentliches Profil erstellen. Wenn Sie Ihr Profil veröffentlichen, werden Sie in der Lage sein, andere Spieler zu treffen und sich mit ihnen anzufreunden. Der Community-Bereich ist auch auf der offiziellen Website verlinkt. Weitere Informationen erhalten Sie auf granturismo.com. Ja. So, nun war hier ein Profilbild, können wir hier reinnehmen, wahrscheinlich auch von uns selber. Habe ich jetzt, glaube ich, allerdings keins dabei. Müssen wir hier einstellen, was wir noch so. Irgendwelche Tags können wir einstellen. Aha, so. Also muss hier erstmal so ein kleines Profil erstellen. Ich nehme das jetzt einfach mal so. Und das kann man bestimmt später nochmal bearbeiten, denke ich. So sieht das jetzt also im Moment aus. Ah, das ist von dem Layout her eigentlich ganz cool, finde ich. Das steht ja auch mal ein Spielfortschritt und auch andere Sachen. Zum Beispiel, wie viele Fahrzeuge ich habe. Okay. Ja, das ist ja ganz cool. Und jetzt könnte ich hier eben also auch eine Art Zeitachse sehen, wo dann steht, was man so gemacht hat. Okay. Hier sind jetzt nochmal die Infos vom Spiel selber. Und Clubs, die man wohl gründen kann. Ja, das ist ja schon ganz cool gemacht, muss ich sagen. Also aktuell gibt es wahrscheinlich noch nicht viele Clubs, weil dieses Update erst ziemlich frisch gekommen ist heute. Favoritenliste, dann kann man wohl auch, man kann auch hier Clubs suchen offensichtlich. Oder auch erstellen, weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Und auf jeden Fall ist das eine ziemlich geile Sache. Und Freunde, dann kann man wahrscheinlich auch hier darüber Freunde kennenlernen. Und ja, zum Beispiel andere Freunde irgendwie einladen, denke ich mal. Ja, das reicht erstmal für einen kurzen Überblick. Ich zeige euch jetzt erstmal nochmal die anderen Sachen, und zwar Saisonveranstaltungen wird es bestimmt eine kleine Challenge geben, wo wir den Subaru freischalten können. Den zeige ich euch hier nämlich nochmal. Und das Safety Car zeige ich euch natürlich auch gleich noch. Oder es gibt auch sogar eine Veranstaltung für. Einmal Zeitrennen und einmal Driftrennen. Und ich werde mal hier anfangen mit dem Subaru Witziv GT, so heißt das Ding, mit 605 LP, und wir dürfen hier den Autumn Ring einmal befahren. Ich fahre jetzt nicht auf Bestzeit, sondern einfach nur, damit ich die Bronzezeit knacke, damit wir den Wagen kriegen. Und dann kann ich euch auch nochmal das Infovideo zu diesem Wagen zeigen, was ja hier dann auch noch absehbar ist. Ja, der Wagen sieht für Subaru natürlich nicht typisch aus, wobei es generell diese VGT-Fahrzeuge ja eher
exotisch aussehen, eigentlich nie so wirklich was mit den eigentlichen Fahrzeugen zu tun haben. Aktivlenkung ist hier an, das machen wir mal aus. Bisschen ABS an. Ja, dann starten wir mal. Ich bin da gespannt, wie das Ding sich fahren lässt. Ich weiß relativ wenig über den Wagen. Ich weiß, es kamen vor einiger Zeit mal ein paar Infos über den Wagen auf GT Planet. Entschuldigung. Und was sofort auffällt, es ist ein Hybridwagen. Und der Sound ist echt ziemlich cool, finde ich. Der Sound ist ja mal richtig cool. Ja, wer sagt, endlich hat es mal ein Fahrzeug geschafft, mit einem vernünftigen Sound aufzuwarten. Ja, und vom Fahrverhalten ist der Wagen ziemlich stabil. Also ich finde den Wagen schon mal richtig cool. Zuletzt kam ja auch dieser Toyota FT VGT und der auch ziemlich geil aussah, aber vom Fahrverhalten nicht ganz so cool war. Der hatte viel Untersteuern. Bei dem Subaru jetzt hier muss ich sagen, gefällt mir das Fahrverhalten sehr gut. Der ist sehr neutral, er untersteuert wenig, übersteuert auch wenig. Der Sound ist ja mal richtig geil. Fällt mir echt gut. Eine Runde fahre ich mal noch, er macht gerade richtig Spaß, das Auto. Na, das schreit ja förmlich mal nach einem kleinen Einzelrennen mit den Dingern. Vielleicht werde ich da irgendwann mal so ein kleines Einzel-Event nochmal mit auf die Beine stellen. Hätte ich schon Bock drauf. Ja, wir gucken uns natürlich auch gleich nochmal das Safety Car an und auch die neue Strecke bzw. die überarbeitete Strecke Suzuka 2014. Bin ich auch schon gespannt drauf. Haben wir sogar mal den Goldpokal nochmal eingeheimst und gucken uns hier mal ganz kurz auch nochmal die Wiederholung an, weil wir dann das Auto auch nochmal in der Außenperspektive sehen können. Die Zeit hier zu knacken war jetzt nicht sonderlich schwierig. So, einmal kurz die Wiederholung, damit wir das Auto auch nochmal in seiner ganzen vollen Pracht sehen können, sozusagen. Ja, also ich muss sagen, mir gefällt der Wagen auch vom Design eigentlich ganz gut. Ist nicht ganz so futuristisch, bis auf den Spoiler. Also ich denke, das könnte durchaus ein guter Sprung zwischen normalen klassischen Autos, die es aktuell gibt, und den zukünftigen Fahrzeugen sein. Ja, wie ist denn eure Meinung dazu? Vielleicht habt ihr den ja auch schon gefahren, würde mich natürlich auch interessieren, wie ihr den Wagen so findet, optisch und auch vom Fahrerischen, oder wenn ihr ihn eben noch nicht gefahren seid, eben nur optisch. Ja, im Cockpit ist leider noch nicht drinne. Ja, und dann schauen wir uns zu diesem Fahrzeug einfach nochmal das
Video an, was ja meistens dann in der Garage der VGT-Fahrzeuge abrufbar ist. Ich denke, das wäre schon, ist schon gut, wenn wir das hier mit reinnehmen. Normalerweise mache ich diese ganzen Videos immer einzeln. Ich werde heute in diesem Video alle Sachen reinbauen sozusagen. Oh, hier können wir jetzt auch verschiedene Farben nehmen. Tja, was nimmt man da? Also ich finde hier das hier ganz cool und auch das hier. Ach, ich nehme das hier einfach mal. So, ja, da haben wir ja schon mal diesen Wagen gesehen. Also der ist auf jeden Fall schon mal eine gute Bereicherung fürs Spiel. Und jetzt werden wir uns mal das Video dazu anschauen. Bei Subaru. ビジョングランツーリスモへの参加が決まった。カーデザイナーを目指した学生時代、徹夜で走り込んだグランツーリスモ。そんな慣れ親しんだゲームの企画にスバルが参加表明した時は驚いたが、その担当にという打診にはもっと驚き、二つ返事で飛びついた。ダイナミック&ソリッド、スバルのデザインフィロソフィーを踏まえイメージを膨らませる。塊感、硬質な素材から削り出されるフォルム。でもそれだけではダメだ。力強さ、ダイナミズムを表現するには核となる中身が欠かせない。モータースポーツを通して培われた技術、精神、それをいかに凝縮して表現するか。世界中の車メーカーが参加するビジョングランツーリスモ、スバルらしさ、日本の車メーカーらしさもアピールしたい。こうした要素を内包し強烈にアピールできるモチーフとは何か。やっとその鍵を見つけた。超合金鰹節、ラリーニュルブルクリンク24時間レースで培ってきた技術、そしてデザインフィロソフィー、ダイナミックソリッド、これを融合させてグランツーリスモのために我々新しいレースカーを作りました。ぜひご堪能ください。レース車両はスバルビジブ2コンセプト、機能性を重視したワゴンフォルムとしながらもレースに必要な空力性能、そしてスバルの特徴であるシンメトリカル AWD をいかに表現するか、そこをデザインのキーポイントにしました。硬質なボリュームを削り落とした面がフロントからリアに向けて一発でズバッと通してあげて、空力を考慮した伸びやかなルーフライン、さらにそこからつながるルーフスポイラーを一体化することで特徴を出しています。またこの車ではビジブ2コンセプトで採用しましたトルクベクタリングシステム、それをフェンダーに配置したランプを光らせることで可視化する、そういったことによってスバルの目指す操る楽しみというのをゲーム内で表現しています。
Ja, eindrucksvoller Film über dieses Fahrzeug, ein bisschen viel Gerede am Anfang, aber ja, man muss ja schon sagen, das Ding sieht schon ziemlich cool aus. Entschuldigung. Und jetzt können wir uns nochmal die Showroom-Ansicht angucken. Das sieht ja da meistens auch nochmal ziemlich geil aus von der Präsentation. Das Ganze mit LED-Scheinwerfern ausgestattet. Und es wurde auch wieder gesagt, dass die Technik aus den 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, die Erfahrung, die man da gemacht hat, in das Auto mit eingeflossen sind. Und das ist ja immer schon mal eine sehr gute Sache. Ja, wir haben gerade im Übersicht gerade nochmal gesehen, es gibt mittlerweile schon ziemlich viele VGT-Fahrzeuge. Also es wird dran festgehalten. Und als nächstes werden wir uns jetzt nochmal das Safety Car schnappen. Und zwar gibt es ja hier dieses Zeitfahr-Event. Und dort müssen wir auf dem Daytona Straßenkurs fahren. Und ich weiß nicht, ob wir das Auto dann geschenkt kriegen oder nicht. Da stand nur, dass wir eine Lackierung kriegen. Aber wir lassen uns da einfach mal überraschen und wie auch immer, wenn dann kann, können wir das Auto auch nochmal kaufen. Auch das normale BMW M4 Coupé hat auch nochmal einige neue Tuning-Teile bekommen. Die schauen wir uns auch gleich nochmal an. So, wir haben hier harte Sportreifen drauf und sollen eine Zeit von 2:02 knacken. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich werde einfach mal auf die Strecke springen und gucken, was passiert. Ich finde es ziemlich cool, dass es hier jetzt ein Safety Car gibt. Der alte BMW, nicht der alte BMW, das alte Nissan R34. Ja, Safety Car, was es da gab, das war ja schon ziemlich in die Jahre gekommen. Und jetzt hat man wenigstens mal ein aktuelles. Wenn man den hat, dann soll es wohl auch möglich sein, dort auch noch eine Lichtbar, eine Lightbar oben drauf zu bauen. Da hat man eben auch dieses Safety Car Licht oben drauf, weil jetzt hier in dieser Form ist es ja noch nicht so. So, hier haben wir wohl auch einen Zeitraffer, einen ziemlich schnellen. Oben sehen wir 15.50 Uhr. Wir haben hier auch einen Cockpit, das sieht allerdings ganz normal aus wie beim normalen M4. Haben wir nicht irgendwie spezielle Safety Car Ansichten oder sowas? Ja, und ich denke, das ist irgendwie so schnell wie der Zeitraffer hier ist, wird man hier schnell in die Nacht kommen. Die Runde jetzt, die wir hier fahren, wird nicht zählen, weil ich mich am Anfang verbremst habe. Zu weit rausgekommen. Ja, vom Fahrverhalten ist das Safety Car eigentlich fast genauso wie auch die Straßenversion des M4s. Es gibt kaum Unterschiede. Ich weiß nicht, ob es von der Leistung her ein bisschen mehr, ich glaube schon, dass es ein bisschen mehr Leistung hat. Es fühlt sich schneller an. So, dann machen wir doch mal eine vorsichtige Runde hier noch. Oh ja, also man hat auch nur eine Runde Zeit, sehe ich gerade. Na, versuchen wir es doch nochmal, ohne uns zu verbremsen in der ersten Kurve. So, das klappt doch schon viel besser. Ja, kommt ein bisschen das Heck rum, das kennt man von dem M4, der ja eigentlich ziemlich gutmütig ist, ein bisschen hecklastig natürlich, BMW-mäßig, und das will man ja auch haben. Das war jetzt ein bisschen zu viel, da haben wir viel Schwung verloren.
nochmal, wie gesagt, das sind jetzt hier keine perfekten Runden, die ich mache. Ich will nur das Auto haben, beziehungsweise mal eine saubere Runde fahren. Bin auch noch ziemlich angeschlagen, wie ich schon gesagt habe. Aber damit möchte ich euch jetzt ja auch nicht die ganze Zeit nerven. So, ab ins Oval. Ja, und jetzt kommt gleich wieder der schwierige Punkt hier, die Schikane, wo man immer gucken muss, wie viel Risiko man gehen kann und wie viel Sicherheit man sich nehmen sollte. Ich gehe hier lieber auf Nummer sicher. Man kann hier eigentlich viel später bremsen noch. Und auch hier kann man viel schneller durchfahren. So, das wird wahrscheinlich Bronze. Oder Silber. Oh, wollte ich jetzt nicht neu starten. Ne? Wollte ich jetzt hier rausgehen. Das reicht dann erstmal aus vom Safety Car. Da haben wir ja schon einiges gesehen. Vielleicht hole ich es mir einfach nochmal mit der Lightbar. So, raus. Kriegen wir wahrscheinlich noch ein bisschen Geld jetzt hinterhergeschmissen. Ja, ein bisschen. Also 130.000 knapp. Lohnt sich nicht so richtig, muss man sagen. Ja, kriegen sie auch nicht geschenkt, das Auto. Ich weiß nicht, ob es das beim Driftrennen vielleicht geschenkt gibt oder auch nicht. Ja, da kann man also verschiedene Autos auch nehmen. M-Performance Edition, die ist wohl neu dazugekommen. Da kann man auch Farbe gewinnen, dass man immer Farbe gewinnt, das finde ich auch mal lustig. Ja, wir gucken uns jetzt einfach mal noch mal kurz beim Händler an, ob wir das jetzt kaufen können, das Fahrzeug. Typischerweise finden wir das bei BMW. Ja, 120.000 kostet der. Und jetzt muss ich nochmal gucken, ob es vielleicht eine neue Version des M4s gibt. Nee, gibt's nicht. M Performance Package, ah, dann war der damit gemeint. So, dann kaufen wir uns den einfach mal. Und dann können wir bestimmt bei GT Auto uns den Wagen aufrüsten. Und das werden wir auch gleich tun und dann schauen wir uns damit auch nochmal die neue Suzuka-Variante an. Die 2014er. Ja, ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Eigentlich bin ich ja eher so ein Freund von den klassischen Rennstrecken, wo man dann eben auch die alten Kiesbetten hat. Ich denke, bei der 2014er-Variante wohl eher die Auslaufzonen vergrößert worden sind und so. Ne, da wollte ich nicht hin. Anpassungsteile, genau. Externe Teile. Genau, und hier können wir jetzt nämlich diese Lightbar drauf bauen. Anpassungsteil zur Betonung des Charakters Ihres Fahrzeuges wurde ausgewählt. Bauen wir mal drauf. Und dann gibt es auch noch Lichter für den Kühlergrill. Ich weiß nicht, ob die schon automatisch drin sind oder nicht. Ob man die auch noch einbauen kann. Könnten auch noch einen Flügel drauf bauen.
generell können wir auch hier keine Aero-Teile mehr dran bauen, aber an den anderen M4, das zeige ich euch auch gleich noch. Allerdings erst, wenn wir das Safety Car jetzt nochmal auf Suzuka gefahren sind. Ja, der Vorteil ist, dass dadurch, dass Suzuka jetzt in der neuen Variante ist, dass es, glaube ich, jetzt auch einen Tag- und Nachtwechsel gibt. Das gab es vorher nämlich nicht in Suzuka. So, Weltstrecken und... müssen wir etwas weiter nach hinten scrollen wahrscheinlich. Ja, jetzt haben wir es hier. Suzuka 2014, variables Wetter, und das gucken wir uns mal an. Oh, das sieht ja schon mal schön aus hier mit der Beleuchtung. Da strahlt die Morgensonne sozusagen hier rein. Entschuldigung. So. Ja, wir gehen einfach mal auf die Strecke. Harte Sportreifen drauf. Ja, und das sieht ja schon mal ganz cool aus hier mit der Beleuchtung des Kurses, und auch die Safety Car Lampe, die sieht cool aus. Ist nicht mehr so ein komisches Bitmap Ding, was da auf dem anderen Nissan drauf war. Hier hat man jetzt eine richtige Lampe. Allerdings wird es schwierig sein, den natürlich einzusetzen, weil wer soll das fahren online? Ja, hier von der Strecke her jetzt bis hierhin wenig Neuigkeiten. Die richtigen Special-Leute, die werden wahrscheinlich wissen, wo es hier ganz kleine Änderungen gibt. Die Strecke wurde aber schön überarbeitet, muss ich sagen. Ein paar Curbs sind ein bisschen anders, ist mir eben schon aufgefallen. Und da hinten jetzt, glaube ich, bei der Spoon-Kurve, da müsste es eigentlich auch mehr Auslaufzone, da mehr oder weniger in der Mitte geben. Auch wenn man da eigentlich nicht hinfährt. Auch die Kameraperspektiven hier auf der Strecke wurden geändert. Da hinten ist jetzt irgendwie so ein komischer Turm, den gab es vorher nicht zu sehen. Fiel mir jetzt gerade mal so auf. Ja, aber ich muss sagen, mega Update. Ja, hier rechts, denn links, das sieht man jetzt, ist eine riesen asphaltierte Fläche. Das haben sie also übernommen. Ja, da muss ich gleich mal hinfahren. Wenn es geht. Kann man da drauf? Kann man tatsächlich. Können wir hier Parkplatztreffs machen? Auch interessant. Hier ist Kiesbett vor, okay. Das ist gut, sonst würden vielleicht manche Schlaumeier hier versuchen abzukürzen. Ja, ist ja immer ganz cool, dass man da drauf fahren kann. Normalerweise sind da aber Barrieren vor. Ja, hier hinten so in dem Bereich sieht auch alles noch ziemlich ähnlich aus. Jetzt habe ich mich dazu sehr drauf konzentriert. Genau, unten blinken jetzt nämlich auch im Kühlergrill zwei Lampen. Ja, schickes Ding, muss ich sagen. Was außerdem noch neu ist, sind
Es ist eine neue Challenge, die zur Sierra Time Rally dazugekommen ist. Die werden wir uns bestimmt in der nächsten Woche mal zusammen angucken. Heute werde ich das nicht mehr machen. Und jetzt gucken wir uns noch einmal den BMW M4 an. Oh, hier sehen wir auch die Boxenanlage mal. Die scheint auch etwas überarbeitet worden zu sein. Ja, ich glaube, ich habe einige BMW M4s in der Garage, weil ich den Wagen auch ziemlich cool finde. Da werden wir uns mal einen von schnappen. Hat übrigens doch nicht mehr Leistung, als ich dachte, dass der mehr Leistung hatte. Hat er aber auch nicht. So, Hersteller, BMW gehen wir mal. BMW. Und da sehen wir schon, ein paar M4s habe ich. 3 Stück. Wir nehmen uns mal ein und ich werde mal gucken, was wir da jetzt dran bauen können. Wir können ihn bestimmt ziemlich cool zurecht basteln jetzt, weil da extra Teile nachgekommen sind jetzt mit dem Patch. Anpassungsteile, genau. Und jetzt können wir hier zum Beispiel schon 2 Aerodynamiksätze ranbauen. Einmal so ein und einmal so ein. Da hat man hier nur so ein kleines Frontspoiler, so eine Lippe vorne dran und hier hat man auch noch andere Teile drinne in im Bodykit vorne. Bauen wir einfach mal rein und gucken uns das dann am Ende an, wenn es fertig ist. Das Update wiegt übrigens um die 500 MB. Flachen Unterboden gibt es wohl nicht. Ein Flügel. Achso, hier, wir haben auch einen Heckdiffusor jetzt mit gleichzeitig mitbekommen mit dem Aero-Kit. Sieht auch ganz cool aus. Heckflügel. Gibt es auch einen benutzerdefinierten. Das ist sozusagen eine kleine Erweiterung der Heckklappe. Baue ich mal ein. Sonst gibt es auch die Standard-Heckflügel jetzt. Ja, sieht ja schon ganz nice aus, das Teil. Ja, bei dem BMW war ja auch so, dass am Anfang oh cool. Wir können hier den Frontgrill ändern. In matt schwarz oder sowas. Ja, bei dem BMW war es ja am Anfang auch so, dass man keine Tuning-Teile einbauen konnte, beziehungsweise nur ganz wenige. Ich glaube, das hat sich, ich weiß nicht, ob sich das auch geändert hat. Müssen wir gleich mal kurz schauen. Und ich meine, dass man die auch lackieren kann, den Frontgrill. Nee, doch nicht, egal. Naja, dann schauen wir uns das nochmal ganz kurz hier im Menü an, ob wir den BMW jetzt auch mit Tuningteilen ausstatten können. Da können wir jetzt nämlich auch Teile einbauen. Sieh mal einer an. Das war vorher nicht möglich, das war beschränkt, da konnte man glaube ich nur 7 kW oder so dazu kriegen, man konnte keine Gewichtsreduktion machen. Ja, jetzt kann man den Wagen auch richtig einstellen und tunen und das ist ja schon mal ganz cool. Und das werden wir uns bestimmt in den nächsten GT6 Folgen auch einfach nochmal angucken, in der nächsten Woche. Diese Woche ist alles schon fertig, aber ich werde mich da, wenn ich jetzt gleich ein bisschen fitter bin, am Ende der Woche nochmal hinsetzen und neu produzieren. Und ja, jetzt erstmal in diesem Video habt ihr alle Neuigkeiten gesehen.
der Sierra Time Challenge hier, da ist noch was dazugekommen, wie gesagt. Das schauen wir uns dann auch gemeinsam an. Ich hoffe, dass euch dieses Video wieder gefallen hat, dass euch alle Infos gegeben worden sind. Ja, hier mit dem Nismo GTR kann man dann nochmal eine vierte Herausforderung fahren jetzt. Ja, ansonsten gibt es auch noch kleine andere Änderungen. Zum Beispiel wurde dieses komische Feature aus dem Nissan, dieses Track-Feature, das irgendwie die mit diesem Live-Datenlogger irgendwas gemacht, keine Ahnung, ist mir ehrlich gesagt auch ziemlich egal gewesen. Ja, das war Update 1.14. Hier ist nochmal der Changelog, der immer mitgeliefert wird. Also das Community-Feature, der Vision Gran Turismo von Subaru. Witziv GT heißt das Ding. Ja, die 2014er Variante. Und von Suzuka. BMW M Performance Edition. Das war das Safety Car. Die Veranstaltung. Und der Inhalt des Zuhause-Menüs wurde geändert. Ein Neuigkeitenbereich wurde dazu gepackt. Ja, und das meine ich hier, Kompatibilität, keine Ahnung, Kompatibilität meine ich, irgendwann, i2 Pro Datenanalyse Software, ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt, was das jetzt ist, Nissan Connect, Nismo Plus, irgendwie, das ist ja genau GPS-Dings ist das, kleine Verbesserungen hier, Frozen Black Metallic, aha. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Sagt doch auch mal eure Meinung dazu, was ihr davon haltet. Ich werde mich jetzt erstmal wieder aufs Ohr hauen. Danke fürs Einschalten und bis dann.